Scans zeigen eine behelfsmäßige Basis auf der Planetenoberfläche. Die bei der Kommunikation benutzten Protokolle entsprechen denen des Blood Packs, hat zahlreiche Lebenszeichen geortet. Voucher-Signaturen, Ressourcen in der Basis sind Komponenten zur Waffenherstellung. In Ordnung. Fürs Blood Pack, ich glaube, ich nehme wieder das Team wie gerade eben. Das war eigentlich ganz witzig. Mordain ist gut, um die Panzerungen zu durchbrechen und Grunt, ja, wenn es gegen Kroganer geht, dann kann Grunt sich gern mal hervortun. Ich meine, der kann er mal zeigen, dass er nicht Garrus, dass er ein würdiger Krieger ist und ja auch seinen Platz sich verdient. Er will ja sowieso immer Leute töten. Von daher soll er machen. Ich orte eine große Energiequelle innerhalb der Basis. Ihre Zerstörung würde möglicherweise zur Abschaltung der gesamten Anlage führen. Dann tun wir das doch. Wenn wir schon so viel Schabernack treiben können, dann machen wir das doch gerne auch. Kalusk, ich schicke Ihnen zwei Ihre Watcher zurück, damit Sie sehen, womit ich es hier zu tun habe. Ich schlage vor, Sie geben den Vollidioten keine Waffen. Diese miserablen Schützen verpassen uns nur einem Ihrer Generatoren eine Breitseite, anstatt die eigentlichen Ziele zu treffen. Sobald Sie endlich verstehen, wo meine Probleme liegen, werden Sie mich hoffentlich nicht mehr verspotten, wenn ich um ein wenig Unterstützung bitte. Salamul. Tja, Salamul ist ja schon weg. Für den hat sich's gerade erledigt. Dann werden wir jetzt wohl also Kalusk auch noch ausschalten. Und damit den Bemühungen des Bloodpacks endlich mal ein Ende setzen. Aber vorher klatschen wir Vorchas. Oder schießen sie durch die Gegend. Ganz nach Belieben. Zu spät, jetzt bist du tot. Oh ja. Da sagt er was. Er hat's noch gesagt. Oh, was? Was? Ich bleib da mal kurz hier, solange mein Herzschlag noch so laut pochert. Tschüss, bis bald. So, kann ich endlich wieder. Dankeschön. Wow, Panzerung und Leben gleichzeitig niedergemacht. So, ist da noch einer? Nö. Kalusk, einige meiner Vorchas sind verschwunden. Ich brauche mehr, wenn Sie wollen, dass die Arbeit termingerecht abgeschlossen wird. Woher Sie die nehmen, ist mir egal. Fragen Sie Garm nach seinen Ersatzleuten. Es sind sicher ein paar Verstoßene dabei, die für den Mineneinsatz gut genug sind. Salamul. Garm war übrigens der Anführer des Blood Packs, den wir bei der Rekrutierung von Garrus damals getötet haben, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin Kroganer. Danke für den Hinweis, ich dachte, du wärst ein Salarianer. Gut, dann stoßen wir mal vor. Ich glaube, jetzt haben wir soweit hier erstmal alles weggeräumt. Sagte er und schießt auf die nächsten Feinde. Aber kein Problem, kein Problem. So. Der ist hinüber. Gegen wen kämpft ihr? So. Oh, hallo. Halt. Oh, shit. Ja, mach du mal den. Ich nehme mir den vor. Oh, fuck. So. Okay, ist noch gut gegangen. Habe ich den weggeschossen und der hat sich gleich komplett hier in Luft aufgelöst oder wie? Ich weiß es nicht. So, und noch einmal. Können wir gehen? Ich mach's einfach mal. Schauen wir erstmal kurz. Ja, die Musik ist aus, also haben wir alle Feinde besiegt. Schauen wir erstmal kurz hier, aber hier ist gar nichts. Also auf nach rechts, ich nehme an. Ja, jetzt ist die Tür auch offen, genau. Rein in die Basis und dann klatschen wir mal den Cheffe. Der wird ja doch bestimmt irgendwo rumkriechen, oder? Vorher erst noch ein bisschen Kanonenfutter, natürlich, warum nicht? Kann ich nicht? Kannst du mal bitte... Shepard, warum greifst du denn nicht an? Das ist manchmal ein bisschen... Aha, da ist schon Verlust. Es ist manchmal ein bisschen merkwürdig, wann er angreift und wann nicht, also... Manchmal will er einfach nicht aus der Deckung raus angreifen. Na, Kalusk!
warm hier, oder? So. Grillen wir deine Freunde gleich auch noch mit. Macht Spaß. Schlage genauere Inspektion vor. Das schlage ich auch. So, haben wir hier noch irgendwas Kleines zum Einsammeln? Eindämmungszelle? Ach, das ist nur... Okay. Die zerstören wir gleich. Ich gucke nur mal kurz, ob wir noch irgendwas anderes hier mit haben, was wir noch mitnehmen können. Aber sieht bald gar nicht danach aus. Nee. Na dann, lass mal zerstören hier den Spaß. Und ich glaube, damit wird es hier gleich ziemlich ungemütlich hier unten. Ja, ich weiß. Lass mal gehen. Ich lauf dann mal, ne? Evakuieren ist die einzige Meldung, die wir kriegen. Schnell raus hier. Das ist wertvoll. Also für die Zerstörung der ganzen Anlage hat es jetzt nicht gereicht, aber zumindest ist da ein Raum noch draufgegangen und Kalusk ist auch hinüber. Das heißt, das Bloodpack wurde ziemlich schwer geschädigt, denn jetzt sind alle drei Anführer weg, die es da mal gab. Missionszusammenfassung: Waffenherstellungsanlage des Bloodpacks ausgeschaltet. Watcher-Soldaten des Bloodpacks dezimiert. Wunderbar. Damit wäre das Bloodpack jetzt erstmal Geschichte. Ich glaube, mit denen werden wir es nicht mehr zu tun kriegen. Es sei denn, ich finde tatsächlich noch irgendeine Nebenmission, die da in die Richtung geht. Glaube ich aber nicht. Gut, und dann schauen wir nochmal kurz auf die Übersicht. Allerdings glaube ich, wird da jetzt erstmal nichts mehr sein. Mal schauen. Ins Mastportal. Planetreich am Platin, Shadowbroker vs. Omega, Reaper vs. Ilium. Hier gibt es noch eine Anomalie. Im Adlernebel. Das ist mal, die habe ich gerade übersehen. Gut, dann machen wir die noch. Letzte Aufgabe. Gut, wo müssen wir hin? Nach Amun. Stimmt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Da hatte ich was gefunden. Also fliegen wir mal nach Amun. Und werden wir uns auch dieser Aufgabe noch widmen. Anomalie geortet. Mhm. Kalt und trocken also. Senderautomatik abgebrochen. Übersetzungsfehler. Status. Sonde gestartet. Klingt, als ob jemand abgestürzt ist. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Oberflächenscans melden das Wrack eines Frachters unbekannter Konfiguration. Schaden am Schiff katastrophal. Bewegungen registriert, aber keine Anzeichen von Leben. Okay. Sind da etwa Geth am Werke? Wir werden es rausfinden. Ich werde auf jeden Fall mal jemanden mit Überlastung mitnehmen. Denn das klingt mir irgendwie nach Geth. Wenn kein Leben registriert wurde, aber trotzdem Bewegungen? Vielleicht sind es auch Max, aber letztendlich ist es... Wumpe. Also, das eine wie das andere ist völlig egal. Ist Jacke wie Hose. Da ist beides... bei beiden ist Überlastung angesagt. Ja, den Schaden kann man schon mit katastrophal beschreiben. Wrack untersuchen. Nähert sich von Nordwesten. Weiteres Vorrücken mit erhöhter Vorsicht. So, ich wechsle aber mal kurz wieder auf eine andere Waffe zurück. Wir müssen den Partikelstrahler ja nicht gegen jeden Feind hier einsetzen. Hier gibt es einen Systemstatusbericht, den schauen wir uns mal an. Maschinen. Status der Maschinen gefährdet. Schaden an Primär- und Sekundärkernen nicht behebbar. Austritt von Element Zero kritisch. Treibstofflecks auf dem gesamten Maschinendeck. Navigation. Status der Navigation kritisch. Manuelle Navigation nicht möglich. VI-Kontrolle durch höheren Befehl blockiert. Autorisierung CRAT 43279. Status der Sensoren gefährdet. Kurzstreckensensoren sind offline. Unsichere Planetennähe um 0700 erwartet. Lebenserhaltung gefährdet. Lebenserhaltung langsam wieder im sicheren Bereich. VI-Kontrolle durch höheren Befehl blockiert. Autorisierung CRAT 43279. Status der Schilde normal. Die Schildleistung konstant bei 100%. Keine Gefährdung der Schilde. Das heißt, die wurden nicht angegriffen offenbar. VI-Netzwerk gefährdet. Bekämpfe potenziellen Fremdkörper. VI-Kontrolle über kritische Systeme durch höheren Befehl blockiert. Autorisierung CRAT 43279. Kommunikationsstatus gefährdet. Schaden an Kommunikationssystemen kritisch.
aktiviere Notsignal. Gut, klingt für mich so, als ob sie gehackt wurden, als ob ein Virus draufgekommen ist. Denn angegriffen wurden sie nicht. Ach, ich sehe gerade Autorisierung Captain Krat oder Krat. Das heißt, er hat da... Warte mal, jetzt muss ich noch mal kurz schauen. Ja, klingt so, als ob er persönlich die Kontrollen blockiert hätte. Vielleicht hat er das Ding bewusst zum Absturz gebracht? Merkwürdig. So, das Platin sagt mal ein. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt, aber wir können ja noch mal so ein bisschen mitschauen. Log des Navigators. Captain, die Kurzstreckensensoren sind ausgefallen und ich habe keine Kontrolle mehr. Die VI meldet überall im Schiff Fehlfunktionen. Ja, das wird der Captain schon gewusst haben. Wenn meine Vermutung nicht ganz falsch ist. Eieiei, hier sieht's aus. Evakuierungsbefehl untersuchen. Halt, wo ist er denn? Evakuierungsbefehl? Hallo? Ich hatte ihn noch gerade noch. Ach, hier! Achtung an alle! Wir befinden uns auf Kollisionskurs und verlieren laufend Systeme. Begeben Sie sich umgehend zu den Rettungskapseln. Das ist keine Übung. Gut, also weiß nicht, ob irgendjemand davon gekommen ist, aber ich weiß auch nicht, wo sie hätten hinfliegen sollen. Es gab ja bloß den hier. Reflektierende Mech-Panzerung X6378. 14 Kisten mit reflektierender Mech-Panzerung X6378. Herkunft Jarrah Hale Station. Ziel Safe-Anlage. Loki Max. 180 Loki Max. Bitte lass mich nicht von denen attackieren. Oder mich angreifen von denen. Herkunft Hane Keda. Abteilung für experimentelle Mechanik. Ziel Safe-Anlage. Und Ymir Mech. Ein Ymir Mech. Herkunft Hane Keda. Abteilung für experimentelle Mechanik. Ziel Safe-Anlage. Na super, also eine Horde von Mechs, die dort an Bord war. Kann ja nur super werden. Es ist eigentlich völlig klar, was auf uns zukommt. Es wurden Bewegungen ohne Leben entdeckt und es waren ganz viele Mechs an Bord. Kann nicht gut werden. So, bevor ich das mache, schaue ich mir noch den Bericht an. Wir haben ein Problem im Frachtraum. Markus sagt, die Mechs in den Containern würden sich aktivieren und selbst zerstören. Sehen Sie mal nach. Das sieht auch krass aus hier vorne, ne? Ist das das Leckschlagen der E-Zero oder was ist das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall deaktivieren wir mal den Transmitter. Und sorgen dafür, dass die Scheiße mal wieder rumspritzt. Wo ist denn das Platin eigentlich? Davon. Na gut, können wir vielleicht auf dem Rückweg noch mit einsammeln. Mehrere Feinde sammeln sich in der Nähe ihrer Position. Zum Shuttle entkommen. So, das Platin habe ich wieder aus dem Auge verloren. Gut, ich glaube, wir kommen nicht viel weiter, wenn wir jetzt einfach nur schnell losrennen. Wir sollten wohl erstmal in Ruhe die kleinen Mechs platt machen. Oder? Was denkt ihr so? Ich meine, die kleinen Lokis, das sollte ja eigentlich nicht das Problem sein, ne? Aber es gibt halt auch die größeren. Und die machen mir ein kleines bisschen mehr Sorge. So. Gibt's da oben eigentlich was? Nö, ne? Da drüben haben wir nochmal Platin. Und dann gleich nochmal schauen, wo. Oh, ich habe den großen Mech gefunden. Gut. Partikelkanone. Es hilft, wenn du in Deckung gehst, Garrus. So, mein Kleiner. Mal kurz in Deckung bleiben, solange er hier gerade seine Salve abfeuert. Oder auch nicht. Scheiß drauf. Wir hauen ihn einfach weg. So, Garrus. Ich glaube, für dich wird's kritisch. Wir müssen dich wohl zurücklassen. So muss es sein. So. Okay, du da drüben. Hältst mal die Klappe. Verdammt. Oh, ich gehe mal kurz in Deckung. Kommen noch welche? Nee, ne? Gut, wenn Miranda allen den Rücken zudreht, dann wird wohl keiner mehr kommen, nehme ich an. So, rüber zum Shuttle. Garrus bleibt zurück. Das tut mir leid, aber so ist das eben. Manchmal gibt es auch Verluste. Okay, geschafft.
Wunderbar. Keine Überlebenden im Wrack der MSV Corsica gefunden. Notsignal deaktiviert. Letztendlich war es eigentlich nur ein Kampf ums eigene Überleben, wenn man so will. Ne? Also wirklich was erreicht haben wir ja dort nicht, aber immerhin haben wir das Notsignal deaktiviert. Das heißt, es kommt auch kein anderer Trupp auf die Idee, dort mal zur Rettung hinzufliegen und das dann auszuchecken. Das ist wahrscheinlich der größte Verdienst, den wir da erreicht haben. Und damit haben wir alle Nebenaufträge, die wir momentan hatten, durch. Ich schaue noch mal kurz, ob es dazu irgendwelche Nachrichten gab. MSV Corsica, letzte bekannte Undock-Koordinaten. Von IDI, Informationen erhalten. Zielkoordinaten, Jarahe-Station, Strabo-System, Adlenville. Datenauswertung bestätigt letzten bekannten Aufenthaltsort des Frachters MSV Corsica. Jarahe-Station im Strabo-System. Es besteht die Möglichkeit, dass sich an Bord der Jarahe-Station Hinweise auf die Anomalie finden lassen, die zur Massenfehlfunktion der Max auf der Corsica geführt hat. Okay, da haben wir vielleicht doch noch was. Schauen mal. Ob wir denn jetzt die Jarahe-Station, ja, verlassene Station untersuchen. Das heißt, wir können tatsächlich noch was machen. Wir müssen nur das System finden. Da unten, aha. Am Hintern der Welt. So, fliegen wir mal direkt hin. Ach, siehst du mal, das... bei dem System, ich habe mich schon gewundert, hier gibt es nur diesen einen Planeten, der hat wirklich nichts. Und wenn wir hier drauf schauen, steht glaube ich auch drin, der wurde nur zufällig von einer salarianischen Expedition entdeckt, die vom Kurs abgekommen ist. Und es ist wirklich auch nichts drauf, was man großartig abbauen könnte und lohnt sich eigentlich überhaupt nicht hier irgendwie sich großartig aufzuhalten. Ist halt von allen anderen unglaublich weit weg. Aber jetzt gibt es hier noch die Station. Jetzt macht das Ganze auch einen Sinn, dass es dieses System gibt. Ortsinfo beschafft. Zielkoordinaten, Jarahe-Station, Strabo-System, Adlernebel. Datenauswertung bestätigt letzten bekannten Aufenthaltsort des Frachters MSV Corsica. Jarahe-Station im Strabo-System. Hey, das haben wir doch gar nicht gehört. Es besteht die Möglichkeit, dass hier an Bord der Jarahe, das haben wir doch schon gehört. Das ist eigentlich das, was Idi uns geschrieben hat. Gut, schauen wir uns mal das Ganze an. Ich würde sagen, wir nehmen wieder unsere Überlastungsspezialisten mit, weil wahrscheinlicherweise wieder ein paar Mechs auf uns warten werden. Da bin ich lieber ein bisschen vorbereitet. Und ansonsten bin ich sehr gespannt, was denn die Ursache für diese Fehlfunktion war. So, Garrus, Miranda. Also irgendwie hat es Garrus doch runtergeschafft. Gut, und wir haben einen Punkt gewonnen. Das heißt, wir können jetzt mal... Was machen wir denn? Ich gehe mal auf die Inferno-Granate. Das Ziehen benutze ich sowieso nicht weiter. Ich benutze eigentlich hauptsächlich wirklich Werfen, Warp und die Inferno-Granate werde ich wohl für Panzerungen benutzen. Ansonsten, ja, die anderen sind halt nur so Beiwerk. Oh oh, sieht schlecht aus. Welcome. Seid willkommen, ihr Toten. Die Anlage scheint auch beschädigt zu sein, wenn die hier mit Atemmasken rumlaufen. Naja, schauen wir mal. Wahrscheinlich sind die Lebenserhaltungssysteme einfach aus. Dr. Galwind, auf meinen Vorschlag hin haben wir die Energieversorgung aller Systeme außer der zur Lebenserhaltung notwendigen abgeschaltet. Hoffentlich ist die VI dadurch nicht mehr in der Lage, uns zu töten. Das ist nur eine vorübergehende Lösung. Alleine werden wir die Sache nicht überstehen. Dr. Telsin. Aha, hier hat also die VI verrückt gespielt. Und es ist auch schön nochmal mit Caps Lock. Willkommen! Damit es auch jeder weiß. So, wir schauen uns erstmal kurz hier um. Ja, mit dem Iridium. Das hier hinten auch. Und dann stellen wir mal die Energieversorgung wieder her. Wunderbar, wir müssen also wahrscheinlicherweise den durchgedrehten VI-Kern abstellen. Umgehender Entfernung von der Station zu den Frachteindringlingen entdeckt. Sie sind nicht dazu autorisiert, sich in diesem Bereich aufzuhalten. Oh. What you gonna do about it? Dr. Galwind, ich bin überzeugt, dass die VI panische Angst vor einer Infektion hat. Ihr derzeitiges mörderisches Verhalten entspricht wahrscheinlich dem unbedingten Wunsch, uns davon abzuhalten, sie abzuschalten. Ich vermute eine Fehlfunktion der VI. Sie glaubt, dass unsere Systeme von einem Virus befallen sind. Wenn wir weiterhin versuchen, sie abzuschalten, wird sie weiterhin versuchen, uns zu vernichten. Unsere einzige Chance ist vermutlich, nichts zu tun und sie davon zu überzeugen, dass wir keine Bedrohung darstellen. Dr. Telsin. Oha, das klingt für mich aber nicht nach einer VI, wenn das Ding Angst hatte. Ehrlich gesagt.
So, wir schauen uns erstmal hier ein bisschen in den Wohnquartieren um. Ein weiteres PDA. Achtung an das gesamte Dockpersonal. Wir erwarten eine Lieferung Mech-Teile von der Hanekeda-Anlage auf Carpac. Haskins Titannennebel. Oh, das klingt schon wieder, als ob wir ein Folgeziel hätten. Teilen Sie der VI mit, dass der Frachter MSV Corsica um eine Andockerlaubnis bitten wird. Cannings. Okay. Schauen wir noch kurz weiter hier drüben. Und stellen mal hier drüben auch wieder die Energiesteuerung her. Energieversorgung im Wohnbereich wiederhergestellt. Oder die Energiekontrolle meine ich natürlich. Zwei Türen aktiviert. Aha. Alle Türen deaktiviert. Was? Zwei Türen aktiviert. Fünf Türen aktiviert. Ich glaube, das hat funktioniert. Jetzt sind alle offen. Das war seltsam. Aber gut, von mir aus, jetzt können wir uns überall umschauen. Und auch mal ein bisschen die Spinde mit ausräumen. Warum nicht? Die Leute brauchen es eh nicht mehr hier. Würde mich zumindest wundern, wenn noch mal einer aufsteht und hier Protest einlegt. Dann würde ich ihm das auch anstandslos überlassen. Und ihm meinen offenkundigen Respekt dafür ausstellen. Ja, ja, ich schaue mich erstmal noch weiter um, bevor ich da dran rumfummel. Ne, und ihm auch meinen tiefsten Respekt ausstellen, dass er es geschafft hat, von den Toten wieder aufzustehen, natürlich. So, ich will erstmal sammeln, bevor wir dann hier Ärger machen. Energieversorgung im Forschungsbereich wiederhergestellt. Okay. Was haben wir denn hier? Aktiviert. Testprototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Reflektierende Panzerung? Ach. Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Konnten wir nicht... Klar, dieser Strahl dort, den müssen wir umleiten. Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Ja, ist gut. So. Das und dann müssen wir... Welches ist denn das? Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Das ist nicht das Richtige, das ist das da hinten, sehe ich gerade. Ach, warte mal. Hast du das schon? Nee, das trifft nämlich nicht. Das heißt, das müssen wir durchlässig machen. So? Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Ja, ist ja gut. Jetzt lass mich mal machen hier. Ich bin auf hochwichtiger Mission. Ich muss das hier einstellen. Unbedingt. Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Alter, halt die Klappe. Ich will hier bloß mal ein bisschen rumfummeln. So. Fehler in der Testanlage. Ups. Testbereich wurde geöffnet. Ja, ich mach einfach mal alles kaputt, was mir in die Finger kommt. Bitte diese Gelegenheit. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie oder Ihre Ausrüstung die Station infizieren. Das kann nicht zugelassen werden. Ah, mir doch egal. Plasma wird freigesetzt. Der Versuch, die Wartungssteuerung zu erreichen, führt höchstwahrscheinlich zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod. Danke für den Hinweis. Ich werde es einfach mal ignorieren. Cannings, ich bin sicher, dass der Ärger mit unserer VI nach dem Andocken der Corsica begonnen hat. Tailson sieht sich gerade die VI an. In der Zwischenzeit gehen sie die Logs durch und finden heraus, was alles auf diesem Schiff war. Dr. Galwind. Okay, also ist die Corsica nicht hier infiziert worden, sondern die Corsica hat hier alles infiziert. Andersrum sieht's aus. Siehst du mal. Ist nicht gut für die Schilde, wenn man da durchrennt, sehe ich gerade. Ups, die anderen sind draufgegangen. Das tut mir leid. So, dann holen wir die mal wieder zurück. Die Kontaminieren sind fehlgeschlagen. Benötige mehr Energie, um die Verteidigung zu intensivieren. Leute, lauft doch nicht einfach wie die Herb-Derbs da durch und bleibt drin stehen vor allem. Ach, leckt mich doch, da habt ihr halt Pech. So. Energieversorgung im Wartungsbereich wiederhergestellt. Ist jetzt wieder Ruhe hier? Schön. Garrus, manchmal bist du ein ziemlicher Trottel. Das muss ich dir mal so attestieren. Okay, sind wir durch die Tür davon gekommen? Ich glaube schon, ne? Gibt es denn hier jetzt noch irgendeine andere Tür, die wir nehmen können? Oder irgendwas, das wir bedienen können? Nö, ne? Nö. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt... irgendwas Hochwichtiges daraus gemacht haben, aber ich glaube, wir mussten die jetzt alle aktivieren, bevor wir hier in der Mitte irgendwie jetzt das anfangen können.
Jetzt haben wir, glaube ich, zwei Bereiche wieder soweit klar gemacht und müssen jetzt nur noch hier zugreifen. Energieversorgung im Verteilerbereich wiederhergestellt. Genau. Zugriff auf Zentralrechner gewährt. Wunderbar. Angedocktes Schiff entdeckt. Versuch Eindringlinge entdeckt. Sie sind nicht dazu autorisiert, sich in diesem Bereich aufzuhalten. Das ist eine sichere Zone. Bitte verlassen Sie umgehend die Station. Ich muss Sie leider davon in Kenntnis setzen, dass alle Versuche zur Verteidigung der Station fehlgeschlagen sind. Beende nun die Sicherheitsprotokolle. Gut. Shepard hat die Sicherheitsprotokolle der Jarahei-Station deaktiviert und ist von der Station entkommen. Haben wir auch das erledigt? War mal wieder eine kurze Nummer. Alle tot? Schon wieder? Also irgendwie sind wir meistens bloß zum Aufräumen da, habe ich das Gefühl. Meistens ist die Kacke schon am Dampfen gewesen und wir sind dann wirklich bloß noch da, um Folgeschäden zu vermeiden oder um rauszufinden, dass die Kacke am Dampfen war und mittlerweile schon alle gestorben sind. Das passiert uns irgendwie öfter, als dass wir tatsächlich jemanden retten können.